Okay, nächste Partie. Ich weiß wiederum nicht, gegen wen ich spiele. Ja, wir spielen einfach Schach. Wie wär's damit? Wir spielen einfach Schach. Okay. Taimanov. Gute alte Taimanov. Ich spiele mal die Variante meiner Jugend, sage ich mal, mit Läufer D3. Ist heutzutage nicht besonders populär. Aber ja, ich will jetzt nicht die Varianten spielen, die ich im Turnierschach spielen würde. Und irgendwie habe ich so ein kleines Faible für diese Variante. Deshalb. Ja, es gibt hier Springer E5, Springer schlägt D4, B5 wahrscheinlich. Verschiedene Züge. Springer E5. Und jetzt spiele ich Läufer E2, ist glaube ich der Zug, den ich ganz gerne mag. Ja. Ich glaube schon. Springer C4. Den nehmen wir. Und jetzt. Ich glaube, jetzt spielt man mit E5. Oder spielt man erst F4? Ja, ist lange her, dass ich mir den Kram hier angeschaut habe. Yep. Lange her. Ich glaube F4, E5, Springer D5, Tack, F4. Könnte vielleicht D6 kommen. Ich glaube, man macht zuerst F4. Vielleicht auch nicht. D6, E5. Wie lange ich das nicht auf dem Brett hatte. Ha, H5, okay. Überraschend. Okay, will nach G4 offensichtlicherweise. Okay, machen wir mal H3. Schadet ja nicht. Groß zumindest. So, E5. Tak, tak. Dame E2. Hat natürlich hier so ein bisschen die Route, ne? Okay. Ich gebe mal den Bauern auf A2. Dame E4. Okay. So, und jetzt vielleicht sowas wie Springer B3 sieht sinnvoll aus. Oder Dame F2 mit der Idee F5 sieht auch ganz gut aus. Ich glaube, das mache ich erstmal Dame F2 mit der Idee F5.
Macht er wahrscheinlich Läufer C5. Na gut. Läufer C5, F5, Läufer schlägt D4, Turm D4, Dame schlägt E5. Ja, Läufer C5 macht er jetzt bestimmt. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee war. Ich bin mir nicht sicher. Immer auch diese Route für den Turm. Ja, Läufer C5. Ich überlege, ob ich einen Bauernopfer mit F5. Es hat seine Vorteile, aber auch seine Nachteile. Aber irgendwie intuitiv gefällt es mir ganz gut. Ich mach's. Ich mach's, Freunde. Ich mach's. Ich muss auch nicht den Bauern aufhängen. Ich kann auch mit dem Läufer schlagen, dann E5. Ah, nee, das will ich, glaube ich, nicht. Nee, ich schlage mit dem Turm. Dame schlägt E5. Und dann FE6. So, jetzt droht hier Dame schlägt F7, also Dame schlägt E6. Er macht einfach kurz so Rade. Cold-blooded. Cold-blooded. Damn. Okay. Jetzt mache ich Dame G3, oder? Ah, macht dann H4. H4. Wie wäre es denn mit diesem Zug? Ja, wird er wahrscheinlich alles abtauschen. Ich kann auch den nach E einstellen. Na gut, dann tauscht er eben alles ab. Ist okay. So, Dame E5 habe ich Springer schlägt E6. Das sollte knallen. Gefolgt von Läufer schlägt C5. Wahrscheinlich muss er schlagen auf D4. Und dann auf F5 schlagen. Dann gehen wir in dieses Endspiel. Was? Ich glaube, ganz gut ist für mich, weil er diese Schwäche hat auf H5. Also er tauscht auf D4. Wir tauschen alles auf F5.
Und er muss irgendwie sich um den Bauern kümmern. Nee, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, gefällt mir. Weil wenn er G6 spielt, dann schwächt er weiter die schwarzen Felder. Und sonst verliert er den Bauern. H4 kann er da nicht halten. Dame schlägt E5, Springer schlägt E6. Das geht gar nicht, ne? Er verliert immer den Turm hier. Das geht gar nicht. Turm C8? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er sich sowas erlauben kann. Oder Dame F5, ich kann F6 spielen. Das kann er sich niemals erlauben. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Er schlägt. Ja, das war zu erwarten. Aber wie gesagt, das Endspiel gefällt mir. Es gefällt mir. Wegen dem Bauern. G6. Hässlicher Zug. Schwächt den König. Keine Ahnung, ob man das dann ausnutzen kann oder wie oder was, aber vielleicht geht da was. G6, Turm F6, Läufer C6 wahrscheinlich. Ich kann noch mal mit G4 dann vorbeischauen, eventuell. Turm C8 erstmal, okay. Gut, C3 wollte ich sowieso spielen. Jetzt G6, er will Turm C6 spielen, okay. Ich glaube, ich mache Turm D6. Irgendwie sagt mir das zu, den Läufer auf diese Art und Weise zu öffnen. Ja, das sagt mir zu. Es sagt mir zu, Freunde. Mir sagt die Stellung zu. Wenn er schlägt, ich öffne den Läufer, öffne den Turm. Das ist ein Traum. Eigentlich kann er sich nicht erlauben zu schlagen, denke ich. Ja, das sieht er wohl ähnlich. Gut. Ja, schwierig. Was jetzt? Wie geht's weiter? Er macht Turm E8 und will schlagen. Was kann ich tun dagegen? Nicht viel. Nicht viel, leider. Mist. Mist, Mist, Mist. Das würde dann vermutlich auf Remis hinauslaufen. Ich kann schlagen auf C6.
Nein, probieren wir mal A4. Und danach Turm E8 wahrscheinlich schlagen. Und dann mal schauen. Turm A1. König F2. Turm D8, der will B4 spielen wahrscheinlich. Na gut. Ich bringe den König näher ran. Ich denke, es sind noch Chancen da. Ich kann immer über die A-Linie kommen, eventuell. Ich glaube, ich sollte mal B4 spielen. Ich glaube, ich hätte eben B4 spielen sollen. Vielleicht. Naja, ist auch okay jetzt. Die Stellung bleibt ein wenig lästig. Oh wow, er schlägt. Und will Turm D5 spielen, oder wie? Ja, Turm D5? Nee, Läufer D7. Okay. Okay. Ich verstehe. Okay. Ich darf nicht zu wenig Zeit auf der Uhr haben. Das muss ich vermeiden. Den Zug habe ich nicht so ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin. Warum hat er nicht Turm B8 gemacht? Egal, weiter geht's. Turm D5, Läufer D6. Ah, jetzt bin ich vorsichtig optimistisch. Optimistisch. Vorsichtig optimistisch. Meine Zeit ist nur das einzige Problem. Na ja gut, ich weiß nicht, wie viel die Stellung verspricht, aber...
Vielleicht gar nicht viel. Evgeny, can you check your chess.com inbox? F6 war ein gemeiner Zug. Naja, hier spiele ich auf jeden Fall nicht mehr auf Gewinn. Aber... Oh! Ah, Mann! Auf Zeit verloren. Gegen Hare Krishna. Ah, die Zeit ist immer so klein. Ich hasse das bei chess.com. Die Zeit ist so klein. Warum macht ihr die so in die Ecke da oben? Das hat mich schon... Ja. Ich habe schon so oft dadurch Partien verloren, weil ich es einfach nicht im Blick habe. Irgendwo kann man es einstellen, oder? Es war eigentlich wirklich eine vernünftige Partie hier gegen einen Weltklasse-Großmeister. Und ja, bitter sie so zu verlieren. Ich meine, ich spiele C5, wie schlecht soll das sein? König D8, Läufer A5. Das sieht vollkommen okay aus. Mann. Das ärgert mich. Hier soll ich Springer F5 spielen, doch, ja? Ja, ich habe das überlegt. Ich habe das überlegt, ja. Ja, okay. Kurz Rade, Turm E1. Turm AC8, okay, das ist kaltblütig. Doch, Turm AC8, bester Zug jetzt. Ja, das Endspiel ist ein bisschen besser für mich, aber nicht die Welt. Ja, das hätte ich nicht zulassen dürfen hier. Das ist besser für ihn jetzt. Das hätte ich nicht zulassen dürfen. Läufer F5 war ein ganz komischer Zug hier. Turm B8 muss er machen. Turm B5, Läufer D6, A5, G4. Ja, G4 bin ich mir nicht sicher. Ja, ich muss Turm E4 machen, wir machen Remis. Ne? Hätte ich jetzt gewusst, dass ich gegen Hare Krishna spiele, vielleicht hätte ich dann Turm D4 eher gemacht. Aber, weil ich es nicht gewusst habe, habe ich gesagt, komm, wir spielen das weiterhin auf Gewinn. Turm C4. Aber das war riskant, ja. F6, G5 habe ich noch gefunden, tack. Ich muss mit dem König schlagen, ja, warum auch nicht? Ich habe es überlegt, ja, warum nicht, ne? Ja, aber, ja, naja, es ist sowieso schon so ein bisschen schwierig. Das Problem ist, ich kann nicht nach E3 wegen Turm E4, ich kann nicht nach F3 wegen Läufer E4. Das heißt, ich muss
den Bauern aufgeben. Und ja. Ja, gut. C5, König D8, Läufer A5, dachte ich. Ja, wer weiß, vielleicht hätte ich es ohnehin verloren, aber die Art und Weise war natürlich jetzt ein bisschen doof. Die Art und Weise, wie kann man diese verdammte Uhr größer machen? Ey, es ist echt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.